Herzlich willkommen zu unserer heutigen Panel-Diskussion zum Thema Frauen im Projektmanagement mit starkem IT-Bezug. Ich bin Mandy Kempf von Intelligent Industry bei Capgemini Invent. Mein Fokus liegt auf Projekt- und Programmmanagement und Steuerung und ich freue mich sehr, durch die heutige Diskussion zu führen. Willkommen zum dritten und letzten Teil unserer Panel-Diskussion. Dieser Teil geht um Frauen und ihre Führungsstile und die Führungskultur. Es gibt ja den Spruch, Frauen führen anders als Männer, aber gleich gut. Was meint ihr? Was macht Frauen denn aus und was macht euch in eurer Rolle denn besonders? Ich bin bereit, auf Augenhöhe zu agieren. Das ist mir auch ganz wichtig und ich glaube, da geht es auch hin, dass wir kooperativ führen, zusammenarbeiten. Ich scheue mich nicht, mein Team um Rat zu fragen. Jetzt gerade bin ich in der Situation, ich bin ganz neu in einem Riesenprojekt. Alle anderen sind schon lange dabei, haben da ganz viele Erfahrungen gemacht und es wäre sehr vermessen von mir, wenn ich jetzt da mal eben schon alle Entscheidungen gut und fundiert treffen könnte. Ich frage da um Rat, hole mir den ein und kann dann gute Entscheidungen treffen. Zielorientierte und fokussierte Arbeiten, das ist mir sehr wichtig. Und ich glaube auch, dass ich darauf achte, dass wir uns besser vernetzen, auch innerhalb der Teams, so auch als Frauen gut vernetzen und uns als Frauen fördern. Ich glaube, da möchte ich als weibliche Führungskraft darauf achten, dass ich in meinen Teams die Frauen fördere und das auch unterstütze. Ja, und Nadja, hast du denn noch ein paar besondere Eigenschaften, die dich in deiner Rolle besonders prägen? Ich kann mich, glaube ich, sehr gut fokussieren auf das Ziel, auf eine Aufgabe und dabei auch dementsprechend priorisieren, mal das, was ich tun will. Ich kann und will immer Transparenz darüber herstellen, was ich tue. Und ich kann beides gut verknüpfen mit einer zielgenauen Kommunikation. Also ich kann auch das, was ich sagen will, ausdrücken und bringe es auch an den Mann oder an die Frau. Sehr toll. Ja, auch hier haben wir unterschiedliche Eigenschaften gehört, die unsere Teilnehmerinnen auch auszeichnen. Ob es darum geht, strukturiert zu arbeiten, fokussiert zu arbeiten, auf Augenhöhe zu agieren, auch um Ratschlag mal zu bitten. Das sind doch alles tolle Eigenschaften, die wir uns doch alle mitnehmen könnten. So, zum Abschluss unserer Panel-Diskussion möchten wir noch eine Frage stellen in Richtung Zukunft. Was wäre wenn für euch? Ihr habt mittlerweile über 20 Jahre Berufserfahrung. Wie schaut für euch eine perfekte Organisation und Führungskultur in ungefähr 10 Jahren aus? Und was könnte das für die Gleichberechtigung von Frauen bedeuten? Katrin. Ja, ich hoffe, wir feiern in 10 Jahren immer noch Frauentag. Ich wünsche mir, dass wir zurückblicken und sagen, ja, es ist heute vollkommen egal, ob Mann, ob Frau, ob divers. Es gibt da keine Unterschiede mehr. Ja, und würde mein virtuelles Glas gern erheben, dann für alle Frauen, für die vielen, vielen Frauen, die dazu beigetragen haben, dass es diese Unterschiede nicht mehr gibt. Ich möchte auch gerne das Glas erheben. Und ich hatte es mir ungefähr auch vorher so ein bisschen so überlegt. Also ich möchte einfach, dass den Frauen die gleichen Fragen gestellt werden. Also das ist nicht ja, auch so unterschwellige Fragen zur Familienplanung oder, ne, also dass eine Frau einfach grundsätzlich andere Fragen gestellt werden oder vielleicht auch andere Erwartungen an eine Frau im Projektmanagement oder wie auch immer gerichtet werden. Das sollte einfach das Gleiche sein. Wie schaut für dich eine Organisation in 10 Jahren aus? Vor dem Blick in die Zukunft mache ich mal den Blick in die Vergangenheit. Ich habe über 20 Jahre Berufserfahrung und ich kann mich erinnern, ziemlich am Anfang meiner Karriere ist mal eine weibliche Führungskraft aufgetreten in einem Projekt und das hat einen Kollegen, den ich sehr schätze und sehr geschätzt habe damals schon, unglaublich imponiert. Der fand das interessant. Ne? Eine weibliche Führungskraft, die hat einen Hosenanzug an und die hat auch Autorität ausgestrahlt, die machte was her, also auch fachlich was her. Und das hat ihn unglaublich imponiert. Ich glaube, das wäre heute nicht mehr so nach 20 Jahren. Mittlerweile ist das fast normal geworden, dass es solche Frauen gibt. In 10 Jahren hoffe ich, es ist dann normal geworden, auch wenn die Welt nicht perfekt aussehen wird. Das andere, was ich wahrnehme, ist, die Führungskultur wird immer kooperativer. Also diese Hierarchien gibt es vielleicht noch, sie werden aber nicht mehr unbedingt so gelebt. Ich denke, dass sich das weiterschreiben wird und vielleicht nochmal aufgreifend zu Katrin vorhin, dieses Thema Augenhöhe, Arbeiten auf Augenhöhe mehr wird. Wir sind leider schon am Ende unseres Videopanels angekommen. Ich danke euch sehr für eure Teilnahme und eure Zeit.
Wir haben heute drei tolle Erfolgsgeschichten über Karrieren im Projektmanagement mit starkem IT-Bezug gehört. Ich nehme jetzt mit, dass Frauen die gleichen Fragen gestellt bekommen, dass sie visibler sind und wir allgemein kooperativer zusammenarbeiten. Das sind doch tolle Aussichten.